Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2. Wir spielen heute E3. Wo ist mein Zeug? Unser Toad hatte eine weitere 3D-Aufnahme im Gepäck. Ob wir anhand dieser mehr über den Verbleib unseres nächsten Finstermondstücks erfahren? Entschuldige, dass es mit dem Dekodieren etwas länger gedauert hat, Luigi. Dafür haben wir jetzt die frischste, neueste, aktuellste Aufnahme, die man sich nur wünschen kann. Schauen wir gleich mal rein. Mario. Mario? Ja. Schon wieder diese Buhus. Und der mysteriöse Stoffsack, den sie die ganze Zeit... Moment, was sehe ich da? Schock, schwere Not, das ist ja dein Bruder Mario. Wie ist der denn in dieses Schlamassel geraten? Das ist ja furchtbar. Das ist die Zugfahrtausstellung im Schloss. Dort musst du hin, um deinen Bruder zu retten. König Buhu. Das ist kein gewöhnlicher Buhu. Ist es etwa... Alter, ich habe mich wirklich erschreckt. Hä, wie kann das sein? Gütiges Guftgeheule. König Buhu, der Meister der Illusionen. Die ganze Schurkerei war also sein Werk. Und obendrein hat er irgendwie auch noch deinen Bruder entführt. Ich bin sprachlos. Dieser Unhold. Wenn er meint, er kommt mit seinen Miesetaten durch, dann... Aha, das Periskop empfängt ein massives Signal aus der Zugfahrtausstellung. Danke. Du hast es selbst gesehen, wo König Buhu ist, da ist auch das Gemälde mit Mario drin. Du musst im Windeseil zur Zugfahrtausstellung und deinen Bruder retten. Vielleicht kann Mario uns ja helfen, König Buhu zu besiegen und das Finstermondstück zu finden. Was ist das denn? Hier, mit dieser handgefertigten Kurbelrad kannst du die Treppe im Innenhof drehen. Ah, okay. Und nun los, Luigi, dein Bruder braucht dich. Tatsächlich ist die Mission auch gar nicht so lang. Allerdings gibt es hier 6 Juwelen zu finden, also alle restlichen. Gut, ich würde sagen, den Weg skippe ich euch. Ja gut, dann kann ich euch das kurz zeigen. Mir ist mir aufgefallen, dass der Drache fehlt. Wenn ich das schon sehe, dann zeige ich euch das natürlich. Ist ja kein Problem. Da fehlt gleich mal der nächste. Warum auch immer die alle fehlen. Okay. Hab's jetzt schon mal eingesetzt. Also mit X einfach nur davor stehen und drücken. Kriegt ihr alle hin. Genau deswegen versuche ich Zeit zu sparen. Ha, wirklich ein praktisches Treppchen. Dann los, auf zur Zugfahrtausstellung. Ja, warum rufst du mich dafür extra an? Verschwendest meine Zeit. Oh, dreht sich das langsam. Oh, okay. Hier müssen wir rein. Wir lassen uns jetzt... Wir scheißen jetzt erstmal auf alles und... Versuchen erstmal gleich alle Juwelen noch zu holen. Hier müsst ihr, um das Rätsel zu lösen, einfach die Luke zumachen und dann den Wind absaugen. Damit ihr auch diesen roten Geist... Hä? Ja, fangen könnt. Wo kommt der denn her? Ja, tut mir leid. Ich weiß, dass es später noch schwieriger wird. Also in dieser Mission. Was? Dich habe ich gar nicht gesehen. Aber du bist ja auch nur ein normaler Geist. Vor dir muss ich keine Angst haben. So, dann müsst ihr, glaube ich, das Portal aktivieren und hindurchgehen. Und dann hier reingehen zur Urwaldaufstellung. Fragt nicht, warum und wie man da drauf kommen soll. Es ist einfach so, okay? Ich habe auch alles nachgeguckt. Das gebe ich gerne zu. Wo ist denn der scheiß Eimer? Ich suche ihn mal kurz. Ein Moment, hier ist noch ein Gemälde. Mit ein paar Geldstücken. Hab mich leider vermacht. Hier ist der Eimer. Tut mir leid. Und dann zurückgehen. So, und dann braucht ihr den Eimer, um... Damit ihr euch hier draufstellen könnt. Ich glaube, ihr müsst ihn da stehen lassen, sonst kommt ihr nicht raus. Ja. Man sieht zwar im Raum, dass hier was ist, aber... Ich finde schon krass, dass man dafür extra den Eimer holen muss. Ist das nächste Juwel.
Ja, die sind alle ein bisschen durcheinander leider. Da kann ich aber auch nichts ändern. Was ist das eigentlich? Kann man das safe dran ziehen oder nicht? Nein, schade. Was? Ist es dein Ernst? Ist ja gut. Achso, übrigens. Bevor ich es vergesse. Hä? Achso, okay. Ihr müsst das hier einmal auf Norden drehen, damit sich die Wand dreht. Und das Portal auf der anderen Seite erscheint. Sonst habt ihr nämlich leider keine Chance. Was ist eigentlich mit dir? Nix. Egal. Wir sollten uns jetzt erstmal nicht ablenken lassen. So. Hier braucht ihr ein weiteres Buch. Im Spiegel könnt ihr sehen, dass es hier auf dem Tisch liegt. Ist jetzt nicht so schwer. Ich bin ehrlich, ich habe die ganze Mission vorher nachgeguckt. Weil ich habe da echt keinen Bock drauf. Das könnte nämlich echt schwierig werden. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Oh, ein Poltergeist. Was ich aber davor nicht wusste, ist die 3D-Aufnahme beispielsweise. Habe ich nämlich nicht vorher nachgeguckt. Ich habe nur die Juwelen eigentlich nachgeguckt. Verwünschter Lottergeist. Ohne das Buch kommen wir hier nicht durch. Ich versuche ihn zu finden, ich muss nur schnell dieses patzige Paraskop. Sekunde nur. Gar doofes Ding. Hurra, endlich. Er ist immer noch im ersten Stock, aber diesmal drüben im Westflügel. Reichlich schwammig, ich weiß, aber immerhin etwas Lauf. Los, ich suche weiter. Ja, ich habe ein bisschen die Satzzeichen überlesen, tut mir leid. Drehen wir das Ganze mal. Ich cutte euch übrigens mittlerweile sinnlose Laufwege einfach nur raus. Ich hoffe, dass das okay ist. Klar, dieses Treppenhoch hätte ich euch auch jetzt kürzen können, aber was soll's. Warum ist es hier eigentlich immer so dunkel? Naja, ich sehe schon. Oh, da fehlt sogar eine Tür, wie ich sehe. Was? Wie hat er das denn gemacht? Ich bin da extra ausgewichen. Alter. Eine scheiß Nervensäge. Ach, die können sich bewegen. Ist mir noch nie aufgefallen. Oh, danke, die Herzen kann ich gut gebrauchen. Ich weiß leider noch nicht genau, in welche Tür ich rein soll. Aber gut. Nehm mal an, in diese Tür hier. Weil die ist verschwunden. Da ist es eigentlich am logischsten. Und hier ist auch das Portal drin, ne? Wo auch immer das sein mag. Okay, scheinbar hier. Ich gucke aber mal kurz in die anderen Räume. Okay, letzte Tür. Ja, kenne ich doch was wie hier. Ich bin echt froh, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ach, scheiße, hier sind viel zu viele. So, holen wir uns erstmal den einen. Ja, ich hatte Angst, okay. Ich hätte ihn sofort einsaugen können, aber gut. Piss dich! Warum wackelt das? Ah, der Knochen, okay. Ich bin ehrlich, der ist wirklich wichtig für diese Mission. Könnte nämlich sein, dass wir sterben. Weil wir kämpfen ja gleich auch noch gegen den Poltergeist. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay. Hier ist noch ein Gem, ich weiß nicht welches, aber... Achso, okay. Das ist das. Gut, dann bis gleich. So, das bewegt sich hier die ganze Zeit, also gucken wir einfach mal durch. Und da ist er. Oh, schön. So, und schon sind wir dort. Sehr, sehr unangekündigt, ja. Oh, ich hab ihn sofort. Das ist natürlich sehr, sehr glücklich jetzt. Hätte natürlich auch anders laufen können. Ihr seht schon, wie schnell sich das hier hin und her die ganze Zeit dreht. Und Bomben kommen auch.
Deswegen hatte ich Angst davor und habe gesagt, den Knochen können wir gebrauchen. Da ist er. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich weiß doch nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo. Da. Ich hätte ihn fast bekommen. Scheiße, ist das schlimm. Ja, jetzt wieder die scheiß Bomben. Okay, da habe ich aber ein Herz rausbekommen. Das nehme ich gerne an mich. Werde aber sofort wieder verletzt. Nochmal Herzen bekomme ich scheinbar nicht. Schade. Mist. Ah, ich hab ihn. Komm her. Du bist so ein Assi. Warum ist das Portal dort? Achso, okay. Das Buch? Okay, jetzt hab ich's. Gut. Wo führt uns das Portal hin? Ganz einfach, hier raus. Und dafür müsst ihr das Portal gedreht haben. Weil sonst kommt ihr ja nicht in dieses Zimmer mit dem Portal. Und dann erscheint diese Tür. Allerdings war es das noch nicht. Was mich allerdings kurz interessiert, was wir sehen, wenn wir hier durchgucken. Gar nichts. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Ich dachte, da sehen wir König Buhu oder so. Hier sind jetzt solche Beeren. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, dass wir jetzt hier hochfliegen sollen, oder? Ist doch offensichtlich, oder? Also ich find's offensichtlich. Kann man wissen. So, hier ist auf jeden Fall erstmal so ein Gemälde, wie ich sehe. Hier, noch eins. Also Geld gibt's hier schon ein bisschen. Nein. Und hier ist noch eins. Ja, irgendwie muss man ja auf die 3 Sterne kommen. Hä? Braucht das? Ja, aber ich find's trotzdem ein bisschen lächerlich. Dass man das... WTF? Was ist denn manchmal mit diesem Spiel los? Ja, dass man das manchmal wissen soll, finde ich schade. Weil das kannst du nicht wissen. Meiner Meinung nach. So, und jetzt müssen wir leider hier solche Münzen einsammeln. Welche einen Buhu darstellen sollen. Was auch echt gut gemacht ist. Und wir haben es geschafft. War jetzt nicht das schwerste Rätsel, also nicht das schwerste zum Einsammeln. Und hier bekommen wir logischerweise auch den Buhu. Bühne frei für Mark Booth. Mein Name schon bringt Gram und Unglück. Drum schweige stille grüner Scherk. Halt die Schnauze. Jetzt hast du dich verraten. Von 40 Leben ist wieder einiges. Ich weiß leider schon, dass wir das nicht unter 20 Minuten packen werden. Komm ich da ran? Ja, okay, er sinkt. Hä? Das wollte ich gar nicht. Gar nicht erst entkommen lassen. Hä? Wo ist er denn jetzt? Als ob er jetzt doch entkommen ist. Vor mir, okay. Habe ich gerade gar nicht gemerkt. Aber okay. Sehr schön, dann ab zurück zu den Bären. Wo ihr die herbekommt, habe ich euch ja bereits gezeigt. Dieses Mal dürft ihr hier rüberfliegen. Ihr seht, der eine hat ein Buch. Und so wie die anderen können wir den seinen Mund mit dem Stroboblitz öffnen. Und dann müssen wir noch darunter. Hä? Gönn doch so eine scheiß Beere. Sehr schön. Und dann müsst ihr in diesen Raum hier wieder mal rein. Ja. Die haben es mit diesem Raum in dieser Mission. Zuerst der Eimer, dann dieses Buhu-Rätsel. Und dann...
Ja, noch ein Gem. Als nächstes müsst ihr mal wieder in die Urwaldausstellung. Das habe ich dann vorhin verwechselt, wahrscheinlich. Und dann müsst ihr auch mal wieder einfach to the moon fliegen. Aber das ist doch offensichtlich eigentlich, oder? Vor allem, dass man das so oft machen muss. Dann findet ihr hier wieder eine Beere, welche auf ein Münzrätsel hindeuten. Welches jetzt auch nicht besonders einfach ist. Ja, Crap. Ach, ich hab's geschafft. Und da drüben spawnt dann eine Kiste. Okay. Da ist dann wieder mal irgendein Juwel drin, ne? Okay. Welches ist es? Das. Genauso wie in der Eiszeit-Einstellung müsst ihr, also genauso wie in der Urwald-Ausstellung, im Hauptraum und im, in jedem Raum eigentlich fast, müsst ihr auch hier mal wieder random nach oben fliegen und das hier aktivieren. Mal wieder ein goldener Ballon. Mit 3D soll es übrigens einfacher sein, hat der Typ da gesagt. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Kann sein. Aber ich finde, es geht auch ohne. Ich meine, ich mache es ja auch immer ohne. Ich frage mich zwar, was überall in den Ventilatoren drinne sein wird, aber keine Ahnung. So. Möchte ich jetzt auch nicht unbedingt überprüfen. Hier ist das nächste Gem. Und jetzt ab zur Hauptmission. Okay, dann auf in den finalen Raum. Hier ist übrigens noch eine Schiene, die fehlt. Oh nein. Wo? Ich hab doch... Wo bist du? Okay. Ich habe euch eigentlich schon fast erwartet gehabt, weil das hier alles so wackelt. Aber okay. Egal. Und das war es leider noch immer nicht, wie ich sehe. Da ist noch einer, der Ärger machen möchte, wie ich sehe. Ja, egal. So, habt ihr das getan? Mit hier eine... Ja. Lok ankommen, auf der ihr fahren könnt und müsst für das 13. und endlich letzte Juwel des ganzen Spiels sogar. So, und dann könnt ihr raus. Was das hier bringt, weiß ich nicht genau. Okay, Geld nehme ich. Und dann hier reingucken. Zugfahrtausstellung. Und da ist das Bild von Mario. Diese blöden Buhus. Ich weiß nicht, ob ich euch einen Teil irgendwie beschleunigen muss, weil wir sind jetzt safe bei 20 Minuten. Aber gut. Luigi, Luigi, konntest du irgendeine Spur von Mario entdecken? Bitte? Er ist wo? Gute Güte, du fragst dich sicher, wie du dort hineinkommen sollst, oder? Keine Sorge, mein Lieber, ich habe eine fabulöse Idee. Ich hole dich zurück, halt deinen Hosensatz fest. Okay. War nice. Ich habe es mir aber wesentlich schlimmer vorgestellt, weil ich dachte, ich müsste diese Münzmission immer wieder machen, weil ich es nicht schaffen würde. Aber wie ihr seht, ich habe echt lange gebraucht. Gibt aber immer noch den 2-Sterne-Rang. Sehr schön.
Nur Mut, mein Bester. Wir holen deinen Bruder schon irgendwie da raus. Obwohl dieses Gemälde sicher eine schöne Stange Geld einbringen könnte. Hihi, war doch nur ein Spaß. Aber recht hätte er. Neuen Geist. Neues Geistergewicht, neuer Buhu. Und natürlich wieder ein paar Reichtümer, damit sind wir schon fast bei 30.000, was wir gar nicht brauchen. Aber okay. Eine Sache nur, ist dir auch die Miniaturkamera in dem Bahnmodell aufgefallen? Damit sollte dem Voxelporter möglich sein, dich direkt dort hineinzuschicken. Die Sache bleibt jedoch riskant. Ich weiß nicht, ob die Auflösung jener Kamera genügt. Aber wie sagt man so schön? Gut justiert ist halb gewoxelt. Ein Sekündchen bitte, lass mich justieren, ja? Okay. Ich mache jetzt eher erstmal nicht weiter. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Thank you.